Okay, okay. Forget everything. Today, we go treasure hunting. I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm, und zwar die Bonus-Episode mit Max und Chloe. So, Eigentum von Captain Blaubart und Long Max Silver. Finger weg, Mama. Cool. Was haben wir hier? Die Geisel von Arcadia, Krähennest, Salon, Pflicht, Planke, Schatzkammer, Kanonen und Kombüse. Voll die coole Zeichnung. Und Blaubart und Long Max Silver. Ach, voll süß. Pogo der Pirat. Der Trupp. Gang. Piratenregeln. Kein Baden. Keine Jungs auf dem Schiff. Kein Teilen von Piratengeheimnissen. Immer die Beute teilen. Immer den Schatz vergraben. Immer andere Piraten schützen. Eine Missachtung dieser Regel führt zum Lauf über die Planke. Logbuch des Kapitäns. Ein weiterer Tag des Plünderns und der Zerstörung auf der hohen See. Unser gerade erst vergrabener Schatz war wieder in Gefahr. Die fiese Kommandantin Shelley, Feindin aller Piraten, drohte uns, die Karte abzunehmen, falls sie sie sieht. Mit Sicherheit hat sie gehört, wie wertvoll unser Schatz ist und will ihn uns stehlen. Wir tun unser Bestes, die Karte geheim zu halten, während wir weiter an ihr arbeiten. Und weil unser Feind unseren Schatz so dringend haben will, müssen wir sicherstellen, dass nur wir, Captain Blaubart und Long Max Silver, die Karte lesen können. Auf zu weiteren Plünderungen und Reichtümern, Captain Blaubart und Long Max Silver. This looks like a page was ripped out. I wonder if it's the map. Hm. Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings? All right. Time to find this map. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. 100%. Ah, Miss Shelley ist sag Lehrer. Chloe Price, cool. Gute Arbeit, Chloe, wie immer. Bitte pass jetzt noch im Unterricht auf, statt mit Maxine Bilder zu malen. Okay. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. Ich kann ja hier nicht wirklich drunter gucken. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Ah, ja, vielleicht. Da ist was drin. Ja. Bingo. Okay, Chloes Geheimversteck. Dunkle Höhle. Schatzinsel. Price Schloss. Amulett. I'm remembering this now. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern, aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. Ist es noch dort? You think it's still there? Should be. As long as the clean police haven't gotten to it first. Okay, and once we have the amulet and the telescope,
We use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. You okay. The swings? Yes, the pirate ship. Captain Bluebeard and Long Mac Silver ride again, bitches! Chloe seems so into this. If this has to be my last day here, might as well have one final pirate adventure. Vor allem, dass sie bis zum letzten Tag wartet, ihr das zu sagen. Okay. Chloe said she hid the amulet in the attic. The only way in is through the broom closet. Besenkammer. Besenkammer, okay. Ich würde mich aber natürlich erstmal umsehen. Make-up is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. Noch nicht. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Ja. Well, I used to. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. Ist immer noch die blaue Farbe. Okay. So muss sie auch weggehen. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. It seems like Chloe's dad always has a project around the house. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. I don't think I've ever actually seen anyone reading these books. I wonder if I'll ever take this view in again. Hoffentlich. Tut man zwar nicht, ins Schlafzimmer der Eltern zu gehen. I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another world. I don't think I could ever handle a real-life murder investigation. Zollbrücke, ein Oliver Sharp Kriminalroman. Du wirst mit deinem Leben bezahlen, von Ed Oneida. The two whales makes the best Belgian waffles. No other diner could even come close. It's so sweet that Chloe's mom takes this photo with her to work. Oh, wenn man dann weiß, was mit dem Vater passiert, ist es einfach noch trauriger. Oh, Chloe's parents are so cute. Chloe's mom is trying to quit smoking. Das ist schön. Is that an email from the principal at Blackwell? Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. An William Price, Vaughan Ray Wilds, betreff Termin diese Woche. Hallo Mr. und Mrs. Price, ich möchte damit beginnen zu sagen, dass wir uns freuen, Chloe in Blackwell zu haben. Bitte seien Sie sich versichert, dass Ihr Stipendium zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr ist. Allerdings scheint es, als habe Chloe Probleme damit, sich an ihre neue Umgebung mit größeren Herausforderungen zu gewöhnen. Ich schreibe Ihnen, damit wir einen Termin vereinbaren können, um uns über einen Vorfall in der letzten Woche zu unterhalten. Ich mache mir große Sorgen um Chloes Verhalten und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, um es so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich bin mir sicher, Ihnen liegt genauso viel an Chloes Erfolg wie hier wie uns. Die Zukunft braucht Exzellenz. Mit freundlichen Grüßen, Ray Wells. Was wird da vorgefallen sein? Did Chloe get into a fight? She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. An Ray Wells von Joyce Price. Termin diese Woche. Ray. Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an diesem Tag falsch verhalten hat. Und wenn Sie mich fragen, ist Marissa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich des Mobbings schuldig gemacht hat. Vielleicht wäre Ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für Ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, bevor jemandem die Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule, ich kümmere mich um meine Tochter, William Price.
A voicemail? I wonder if it's still there. Okay. Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Diese Art Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht in Blackwell haben wollte. Wir klären das versprochen. Ich liebe dich auch. Aha. Betreff. Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Mrs. Rogers rief an, während wir gestern weg waren, und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter, aber sei bitte vorsichtig, wenn du sie dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mit anhört. Wir müssen rausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, der Direktor sagte, ihr Stipendium ist nicht in Gefahr. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich liebe dich. Oh. Sometimes I really wish I had siblings. Betrifft, danke für den Hochdruckreiniger von Aaron Price. Hi Aaron. Ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur nochmal Danke sagen, dass du ihn mir leihst. Er wirkt Wunder. Es ist zwar nicht unser Traumhaus, aber jetzt kann es immerhin die richtige Farbe haben. Falls du nächstes Wochenende vorbeikommen möchtest, um mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sag Linda Hallo von mir, William. Okay, er hat auch einen Bruder. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Okay. Nach Phoenix. Okay, okay, okay. 22.04. Chloe is such a nature nerd. I bet she's gonna love it. Oh, das wäre immer mal mein Traumreiseziel gewesen, den Grand Canyon einmal zu sehen. Aber Alter, die Flüge sind so teuer. Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. Oh. Das Zertifizierungsprogramm der Arcadia College für Frühpädagogik. Machen Sie den ersten Schritt. Seien Sie der erste Schritt. Frühpädagogik ist der erste Schritt zum lebenslangen Lernen. Abendunterricht verfügbar. Wenn es das ist, was du tun willst, organisieren wir es irgendwie. Oh, sie wollte unbedingt. Okay, und dann kam wahrscheinlich der Unfall. Okay, hier haben wir soweit alles. Kann ich unten auch was gucken? Nein, okay. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Besenkammer. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. There it is, the dark cavern. Crap. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. I'm sure I can find something around here to boost me up. Ja. Nehmen wir doch mal die Kiste. Maybe this will make me tall enough to reach. It's a start. I gotta find something I can stack on top of it. Ja, bitte fall da nicht runter dann, ey. Wieso nimmst du nicht einfach hier einen Besen oder so? Und versuchst, da dann irgendwie das runterzuziehen. Irgendwas zum Stapeln. Oh! I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. War hier irgendwas? Ja. Das sollte funktionieren. Almost there. I just need a few more inches. Okay. Also noch ein bisschen höher. Hier scheinen wir sonst nichts mehr zu haben.
paar Bücher? Ja. Ja, ob das gut geht, ohne dass sie darunter fällt. Ich bezweifle es ja. I think that should be tall enough. Hm. Oh Gott. Should be stable enough. Besides, what's adventure without a little risk? Ja, dann kletter doch mal hoch. Okay, doch nicht runtergefallen. Awesome. Oh, die Musik dazu. Ist gleich richtig creepy wird hier. Hast du irgendeine Taschenlampe oder so dabei, Max? Oh, okay. Oder einfach ein Lichtschalter. Man, there is a ton of stuff up here. How will I ever? There it is. Ich habe das eh noch nie verstanden, warum man. Of course, Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. Genau. I need to find a way through. Ja, 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 wir suchen den Weg. Aber was ich sagen wollte, ich habe noch nie verstanden, wieso man so viele Sachen aufhebt. Ganz ehrlich. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality from. No Sharpie boob jobs. Disappointing. Okay. I can't get through with this chair here. Ja, dann schieb ihn mal. I think I can squeeze through now. Okay. Okay. Wo müssen wir hin? Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. That's full of decorations Chloe made when she was 5. She thinks they're embarrassing, but I think they're cute. It's a good thing I'm big and burly. Otherwise, moving this furniture would be kind of difficult. Also einmal wegziehen wahrscheinlich, ne? Ach, das können wir auch ziehen. Ja, komm. Lass uns hier durchgehen. One step closer. Kann ich da durch? Nein, wir müssen beide ziehen, ja? Ugh, this desk's pretty heavy. Dann der noch. This thing is empty. Die räumt einfach mal alles um hier, im Dachboden. Ja, nu. Yes. Ist das jetzt? Mhm. Wenn sie yes sagt, dann ist das wahrscheinlich gut. Ist es doch. A fitting reward for a journey full of treasures.
This is a nice close-up shot. Got you. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Stay up there. Got it. Nothing can stop the mighty Ruby. Chloe Price, my best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And spiders. Ha ha! I have you now, Skellywag. Man, I'm gonna miss her. Oh, God. Are you just watching me up there, Creeper? I'm just getting some light. This cavern is even darker than I remembered. Did you conquer your fears? You could say that. Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me move the plank. I wish this was big enough to jump in. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Yeah. A few weeks. All I'm saying is, I've never broken my wrist taking a picture. I'm really gonna miss Price family barbecues. Oh, Mané. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Yo-ho, yo-ho, a pirate's rum for me. Did you drink this? Yar. No, not really. I had to fish an empty bottle from the recycling bin. That's probably for the best. Some pirate you are. Oh, wir machen auf jeden Fall ein Foto, ist klar. Ah, my greatest work of art. I call it how I lost my magnifying glass privileges. Great art is never appreciated. Super, super. Ganz toll. This thing looks so much smaller than I remember. I can't believe Chloe still has it. Actually, after this morning, I can. Okay. I wish I could freeze this moment. I never have to leave it. Hey, Chloe. Yar. Land in Sicht. Land ho. Perfect.
Okay, was haben wir hier noch? Glider Planke. The best way to simulate a storm on the high seas. Ah. Okay, was haben wir hier noch alles? Können wir noch irgendwas angucken? Chloe and I have done lots of homework at this table. It's so weird we're at different schools now. I guess Chloe's mom comes all the way back here to smoke. Poor Bongo. Chloe took his death so hard. Oh, das glaube ich. This was a fun experiment. I'm almost surprised we actually managed to grow something. Cute. I miss you, buddy. Okay. Es wäre so cool, wenn die Entscheidungen, die ich mir hier trifft, auch irgendwie gleich ins Hauptspiel mit übergenommen werden. I can't wait to see what we're supposed to do with the amulet. I'm just sad to see the old color go. One time, we stuck a bunch of this tape to Chloe's face to make a blue beard. Putting it on was a lot more fun than taking it off. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Okay, ich glaube, wir sind jetzt soweit mit allem durch, ne? Ja. Dann würde ich sagen, auf. Gib ihr mal das Amulett. Wait just a minute. Yarr! You must ask permission before setting foot or peg on another captain's boat. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Granted. One amulet coming right up. Okay, I think it goes. Damn it. I forget how to make this stay on. Stay here. I think I saw some tape. Ah. Thanks, Max. Just some tape left between us and the treasure. Okay. Nimm mit. Score. One step closer to getting that treasure. Whatever it is. Die haben doch da bestimmt einfach Sachen reingetan, die die zwei verbinden und so. Avast, lady. Have you brought me prize? Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. Wir sind immer noch Piraten. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Auf. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something? Here goes nothing. Okay. This drawing is supposed to line up with something. Okay. Boah. Ja, nicht so einfach, hier durchzublicken.
Aber der Bereich. Ja. Wahrscheinlich so. Nein. I can't line it up with anything. Maybe I'm not holding it right. Man kann die Linse drehen. Ach, ich bin so lost manchmal. I should rotate it and see if it works that way. Bin mir nicht sicher, ob wir es vielleicht komplett rumdrehen müssen. Ja. Ach, guck mal. Irgendwas wird hier als Schiff deklariert. I'm so close. Da, I just da. Need to keep looking. Got it. Yes, you rock. Where is it? Here? Okay. Aber den Schatz, den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.